Willkommen zu einem neuen Zaubertrick von mir. Für den heutigen Trick, seht ihr schon, habe ich hier einmal einen Würfel mitgebracht. So. Und dann habe ich hier noch einmal ein Stück Papier mitgebracht, ein Zettel und ein Stift. Und jetzt nimm bitte einmal den Würfel und ich drehe mich gleich um und gebe dann weitere Anweisungen. Also nimm jetzt mal den Würfel und würfel irgendeine beliebige Zahl. Hab ich. Okay, dann schreib diese mal auf den Zettel auf. Hab ich. Und jetzt verdopple einfach mal die Zahl und schreib das Ergebnis darunter. Hab ich. Und jetzt rechne diese Zahlen plus 5, also mit 5 addieren. Ich? Und jetzt das Ergebnis mit 5 multiplizieren, also mal 5. Hab ich? Und jetzt nimm einfach nochmal den Würfel und würfel wieder eine ganz beliebige Zahl. Und schreibe diese einfach mal neben die erste Zahl auf, die du gewürfelt hast. Hab ich? Und diese Zahl rechnest du jetzt plus, also addierst sie zu dein Endergebnis dazu. Hab ich. Und jetzt sag mir mal das Ergebnis, die Zwischensumme an. 58. Gut, verdick jetzt einmal den Würfel mit deiner Hand, sodass ich die letzte Ziffer nicht mehr sehen kann. So, was war nochmal dein Endergebnis? 58. 58. Gut. Ich werde jetzt einmal versuchen herauszufinden, was für zwei Ziffern du gewürfelt hast. Ich denke, deine erste Zahl war eine 3. Ja. Richtig? Und deine zweite Zahl, denke ich, war eine... Ich denke, du müsstest noch eine 3 gewürfelt haben. Also zweimal die Zahl 3. Ja. Das stimmt. Gut, 33 insgesamt. Und das war dann der Zaubertrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Magic Eric. Ciao.